So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Clash of Clans. Und zwar hatte ich aber letztes Mal gesagt, dass es wieder heute andere Strategien gibt, weil ich, ja, besuchen ist nicht immer so toll. Und ich weiß gar nicht, sonst gibt es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Dann ab dem morgigen Part gibt es ja wieder Clankrieg für ein paar Tägelchen. Und ja, solange halt keine neuen Ausbauten fertig sind, muss ich halt andere Strategien machen. Und zwar, ich habe es glaube ich noch offen, genau. Von Joey Bayer. Das ist auch schon, muss auch schon unglaublich lange her sein. Er hat geschrieben, hat Only Valkyren plus Barbarenkönig plus zwei Heilzauber und einen Wutzauber. Ich habe hier zwei Heilzauber, einen Wutzauber. Ich habe zwar noch einen Wutzauber, das ist egal. Und Only Valkyren leider immer noch Stufe 1. Also das tut mir natürlich sehr leid, dass sie immer noch so scheiße sind. Aber sie kosten halt 50.000 auf Stufe 2. Vielleicht sollte ich auch mal investieren. Aber ich brauche mehr Bohrer. Na gut, kann man jetzt nichts gegen machen. Queen hätte ich, ja, Barbarenkönig, gut, also nur Barbarenkönig, wenn er geschrieben hat, nur Barbarenkönig, wobei ich kann natürlich auch die Queen dann benutzen. Ich habe ja gesagt, die Helden werde ich immer benutzen. Ich will so ein bisschen richtig viel DE haben, ich würde die Gegner richtig zerstören. Deswegen muss ich hier mal gucken, wo es denn eine geile Base gibt, die ist scheiße. 700 DE ist mir zu wenig. Ja, so 1000 DE und 150, 200.000 von beidem wäre ganz nice. Aber lassen wir uns gleich mal überraschen, was hier noch schönes für Base. Es gibt so eine Rathaus neue Base, habt ihr gerade gesehen, war total geil. Total stark und alles. Oh Mann, ey, was hier teilweise für Lappen rumlaufen in der Liga. Ist ja Wahnsinn. Na, von den Sets hat schon mal gepasst, aber das DE fehlt halt. Ich will ja zumindest die DE. Ist ja nicht so schlecht. Ja. Könnte man sich theoretisch sogar die Helden sparen. Hauen wir die Gegner auch mal darauf? Auf 334 DE ist ein bisschen wenig. Egal, wir hauen dem Gegner darauf. Wobei das ganze DE hier ist, oder? Hoia, hoia! Ich finde es ganz cool, dass sich Valkyrien wirklich immer so platzieren. Wir hauen die einfach hier rein, es passt schon. Die halten so viel durch, das ist so krass. Ich will die wirklich Stufe 2 dann bald haben. So, auf geht's, würde ich sagen. Die zerstören die Mauern so easy. Ja, Valkyren sind eine richtig miese Sache. Muss schon sagen. Schon einen Heilzauber draufknallen. Barbarenkönig und Queen hinterher. Und dann passt das schon. Ein Heilzauber kann er benutzen. Soll er zwei benutzen. Zwei Heilzauber und einen Wutzauber. Ja, und die Winde gehen ja schon ziemlich zerstört. Das ist so, ich liebe Valkyren. Valkyren sind schon eine geile Sache. Gut, wenn sie jetzt nicht wegfliegen würden von Tellereisen, wäre es natürlich noch geiler. Lasst meine Valkyren in Ruhe. Also ein Heilzauber ist schon wirklich schon was Tolles. Aber mal komplett wieder heilen, das ist schon was Schickes. Ich muss Valkyren wirklich langsam höher bringen, weil die haben wirklich Schlagkraft. Aber ich weiß nicht, ob sie im Klarkrieg auch so geeignet sind. Bam. Sie halten zumindest selbst doppelt, dreifach Bomben, Riesenbomben, wenn sie durchhalten, weil sie einfach so stark sind. Die haben so viel Leben, so viel Damage. Ja, das Problem ist halt, ja, wobei langsam sind die auch nicht, ne? Vielleicht sollte ich in einem optionalen CW mal Valkyren probieren. Golem und Valkyren. 27 mal, ich glaube 70 DE kostet eine einzige Valkyre. Das sind jetzt also 1890 DE Kosten gewesen. Wenn es 70 sind, genau 70. Und hier mache ich nämlich schon den nächsten Angriff, den ich vorbereitet habe. Müssen wir mal gucken. Ordentlich an Schweinereitern und ein Drache, Heiler, Rest Magier und so weiter. Auf jeden Fall wird hier viel, viel kommen. Drei Heiler. Und halt noch drei Heilzauber. Aber derjenige wird das dann schon, oder wird seinen Angriff dann schon wissen. Ich denke mal, die Heilzauber kann ich hier hinpacken. Und dann geht ab morgen der CW los. Yay! Für euch zumindest. Der ist egal. Ja, weiß nicht, die Schweinerate will ich jetzt nicht geben. So viel DE habe ich dann noch nicht zu verschenken. Ich musste ja fast alle meine Bartstruppen aus der Klamburg, aus den Armeelagern rauslöschen, weil ich halt so einen Angriff noch machen wollte. Und ja, ich musste halt schon mal so den ersten Angriff vorbereiten, damit ich halt zwei Angriffe in einem Part zeigen kann. Und ja, wir haben übrigens gewonnen, wenn ihr das noch nicht wisst. Aber das war ja eigentlich klar, 675.000. Ja genau, weil ich schon den Clan gesucht hatte, den Clan-Kick einmal fehlerweise.
weil ich schon wieder vergessen habe, dass er Donnerstag ist. Das ist teilweise so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und deswegen wurde das jetzt nicht angezeigt. Aber wir haben 180 Erfahrungen bekommen. 95 und 95 Erfahrungen für die Kriegsbasen. 30, 45 Sterne und Sieg. Und da haben wir auch nicht dazu bekommen. Aber der Bonus ist halt jetzt nicht so dolle gewesen. Aber na gut. Auf jeden Fall wurden sehr viele von uns nicht angegriffen. Der Gegner hat sehr viele, die gar nicht angegriffen haben. Was ist los mit dem? Bei dem läuft wirklich. Ja, die waren sehr demotiviert. Aber gut, lassen wir mal uns überraschen, was beim morgigen, also wenn wir einen suchen werden, was beim morgigen CW dann rauskommt, wer da kommen wird, weil ich mindestens 45, also etwa maximal 45, 45er CW wird es werden. Weil einer nicht kann, weil er seine Zauberschutzfabrik ausbaut, klugerweise direkt vor dem Clank-Ding ausgebaut. Sehr clever. Und ja, deswegen 45 Leute nur dabei. Einige gibt ja auch die wirklich nicht mitmachen wollen, die nicht mitmachen können, weil sie nicht da sind. Aber sowas wie Klampen, die Zauberschutzfabrik ausbauen, während man weiß, das Clank-Ding ist schon ein bisschen doof gemacht eigentlich. Müssten die Leute ein bisschen mehr überlegen. Aber nur gut, was soll man machen? Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ein paar Sekunden bei euch, bei mir sind es nicht 18 Stunden und dann mache ich auf jeden Fall den zweiten Angriff. Wie gesagt, also hier der Joey Bayer. Ich hoffe, der Angriff hat dir gut getan, wenn du dann überhaupt noch schaust. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es jetzt gemacht. Und ja, wenn ihr eine Taktik habt, die ich benutzen soll zum Angreifen und nicht nur, weil ich gerne Rohstoffe rausschmeiße, dann immer her damit. Ich habe hier noch einige, aber die werden auch, weiß ich nicht, also die werden bestimmt noch so ein paar Wochen, Monate halten. Aber ich nehme gerne alles von euch an. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann gleich wieder in ein paar Sekunden. Der schöne 25 Schweinereiter Angriff, ein Drache, drei Heiler, Rest Magier, drei Heiltauber Angriff. Ihr merkt schon, die Zeit macht mich müde. Aber morgen putzmunter geht es dann hoffentlich weiter. Beziehungsweise in einer Sekunde für euch und für mich halt, wie gesagt, 18 Stunden. Na denn, Leute, bis gleich. Bye bye. So, Leute, da ist der zweite Teil vom Clash of Clans Part mit der zweiten Angriffsstrategie. Von wem sie genau war, muss ich nochmal kurz nachgucken. Ihr seht es ja gut, ganz 18 Stunden, wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, waren es zwar nicht gewesen, aber ist ja egal, ist ja auch ziemlich eine lange Zeit gewesen. Meine Truppen konnten zumindest ausbilden. Und von Pokémon Freak 195 kam der Vorschlag: 25 Schweinereiter, ein Drache, drei Heiler, Restmagier und drei Heilzauber. Huch, das waren die Gräber gewesen. Da haben wir drei Heiler, Restmagier sind die 8 gewesen, ein Drache. Und 25 Schweinereiter und da haben wir hier noch die drei Heilzauber drin, die wir jetzt auch benutzen können. Ich wurde vorhin angegriffen von einem Typen, müssen wir ja mal gucken. Der meinte mich angreifen zu müssen und hat richtig, richtig verkackt irgendwie. Er hat zwar schon 6er Magier, aber gerade mal, ach so, das waren die Klammerburg von Walburgenschützen gewesen. Hat mich schon gewundert. Ja, da schickt er noch ein paar Riesenmütter hinterher. Ich muss sagen, mir gefällt meine Base echt ziemlich gut. Ja gut, das ist natürlich mies, die Mauerbrecher. Die haben dem so ein bisschen ziemlich krass unterstützt. Und da kommen meine geilen Klamburg-Einheiten. Dafür, dass der Rathaus 10 ist, hat er mit einem 5er Queen und einem 6er Barbarenkönig ziemlich scheiß Einheiten, muss ich sagen. Also zwei Helden. So, meine Queen greift da hinten noch ordentlich an. Ihr seht sie hier schon. Hier hinten ist meine Queen noch ganz hier unten. Zack, zack, da wird sie jetzt gerade angegriffen. Hat noch ein bisschen was kaputt gemacht. Und die ganzen Magier wurden von meinem Magierturm geschnetzelt. Auch wunderbar. Ja, der Barbarenkönig, zack, jetzt nochmal direkt einen Wutzauber hinterher. Beziehungsweise der wuteigene Zauber vom Barbarenkönig. Aber viel hat dem das ehrlich gesagt nicht gemacht. Ihr seht schon, 54.000 Gold, 46.000 Elixier bisher. Und viel ist es nicht. Jetzt, okay, der X-Bogen, der am Ausbau ist, haben die kaputt gemacht. Ganz clever. Hat halt nicht viel gemacht. Ja, die kleinen Golems versuchen halt, meinen Dings anzugreifen, meinen X-Bogen. Aber die machen einfach keinen Damage, sind einfach nur zum Tanken da. Es ist einfach so. Ja, die Queen, ja, okay, sie hat ja noch eine Fähigkeit, natürlich, sonst hätte sie auch nicht so viel bekommen. Und greift jetzt halt noch so ein bisschen die Klamauk an, aber da ist ja auch nichts drin, ne? Das sind 7 DE, die hier so pro Schlag kriegt. Eigentlich fast nichts, was sie hier bekommen hat. Und ja, also die Golems haben alle 900 DE gekostet. Die Queen und der Barbarenkönig waren, muss jetzt halt warten, bis sie wieder kommen, bis sie wieder ready sind. Also, ich würde mal sagen, sie hat. Oder er hat ziemlich miese Verluste gemacht, sogar Valkyren hat er dabei gehabt. Und ich habe irgendwas mal mit Vierer Bogenschützen, das war wohl der Vierer Wutzauber gewesen. Er hat ziemlich viel Verluste gemacht, ein bisschen Elixier, ein bisschen Gold hat er geholt, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht angegriffen. Meine Base ist einfach zu gut. Naja, das ist dann halt einfach so. Und je mehr ich ausbaue, desto stärker und stärker und stärker wird sie. Das ist total genial. Ja, der Aloyala hat bald anscheinend seine Mauern alle wieder voll Maximum. Ja, irgendwann mache ich das auch mal, aber nicht jetzt. Jetzt ist es doof, jetzt ist es ungünstig.
Ich habe da keine Lust drauf. Schauen wir mal, mit was wir angreifen. Wir haben 159.000, auch wenn es cool ist, aber ich weiß nicht, ob ich die angreifen. Der hat aber nichts an Defense, ne? Nee, ich möchte ein bisschen DE mit haben. Das, auch wenn ich es wegklicke, ich möchte ja auch mal ein bisschen meine Truppen fordern und nicht immer nur so ein bisschen Loot hier und fertig. Auch wenn es mich natürlich sehr, sehr reizt. Aber ich will natürlich DE wieder haben. Ich habe sehr viel DE jetzt ausgegeben, die letzten beiden Angriffe. Für die Schweinereiter. Und für, was war das andere gewesen? Valkyren, ne? Valkyren, glaube ich. Und schauen wir mal, ob wir irgendwas hinkriegen. Vielleicht nochmal ein bisschen stärkerer, wäre auch ganz nice. Ich bin hier bei 1650 Pokale, aber kein einziger guter Gegner kommt. Auch spannend. Zumindest keiner, der viel Zeug hat. Also so, weiß ich nicht, 500, 600 DE sollte schon mindestens drin sein. Ansonsten brauche ich mir eigentlich auch gar nicht angucken. Aber hier ist nirgendwo was drin. Ja, auf jeden Fall, wir haben unseren Clankrieg, werden wir in anderthalb Stunden wahrscheinlich starten oder in einer Viertelstunde. Heißt also, den Gegner weiß ich jetzt noch nicht. Ich hatte gestern außerdem gestartet gehabt, aber natürlich, die Woche war ja schon wieder rum gewesen. Ah, ist das Wahnsinn, ey. Es ist schon wieder Freitag heute. Ja, die nehme ich mit. Oh ne, nicht Inferno-Türme, oder? Scheiße. Ich weiß gar nicht, wo man sieht, ob das Multi... Einer ist, glaube ich, Multi, einer ist Single-Inferno, weil das sieht man, glaube ich, an der Kugel. Ich glaube, das müsste Multi sein und das ist Single. Das ist ziemlich gut, ne, der Typ. Das ist nicht schlecht. Ich würde ihn aber dennoch gerne angreifen, ehrlich gesagt. Wo haben wir das DE? Da oben haben wir das DE. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber 500.000 DE, das ist schon... 500.000 DE wäre schön. 500.000 Elixier ist schon nicht übel. Kann ich halt meine Mauern dann später aus. Ich habe ein bisschen wenig Einheiten, die halt die Gebäude klären können, ne? Da ist so ein bisschen das Problem. Schicken wir mal unseren King rein. Mit der Queen direkt hinterher. Ah, das Problem ist, er hat auch ziemlich starke Defense. Und der ist jetzt auch nicht zu missachten. Ah ja, okay, meine Nix werden schon angegriffen, meine Helden. So, auf geht's, Schweinereiter. Dann wollen wir hier noch einmal reinschicken. Go, go. Auf geht's, ihr Streier-Schweinereiter hier. Haut mal richtig rein hier. Drei Heilzauber habe ich ja. Ich kann also ziemlich viel kaputt machen. Die Kanonen machen Damage. Die Kanonen machen richtig viel Damage. Ist ja eklig. Ist aber richtig eklig, die Kanonen. Ja doch, die Kanonen schon richtig. Ist das krass. Huch, jetzt habe ich auch die Skill benutzt. Ups. Und mein King ist schon tot, siehst du. Ach, das ist aber auch ärgerlich. Ja, seht ihr. Da fliegt noch eine Bombe beim Drachen. Der war jetzt nicht so toll. Das ging aber ziemlich stark. Konnte man jetzt nicht missachten hier. Der hat schon ziemlich reingehauen. Da unten den Dings jetzt kaputt zu machen, wird auch nicht mehr das Rad. Ich kann auch ruhig Pokale verlieren, das ist kein Thema. Ich habe jetzt natürlich aus Versehen den Dings kaputt gemacht. Die Fähigkeit von der Queen benutzt. Das ist ärgerlich. Und die Klamburg, ich muss schon sagen, die Klamburg hat so viel HP. Das ist schon echt abartig. Das ist schon echt abartig, ey. Ich will gerne hinten noch die Dings reinsetzen, die Klamo-Truppen. Aber just for fun, weil ich es kann. Ich will das DE noch haben. Sei mir nicht böse. Sei mir nicht böse. Aber das DE ist meine. Meine! Okay, das Wichtigste habe ich also bekommen. Erstmal ein bisschen Gold mitnehmen, warum nicht? Ein bisschen abfarmen hier. Ein bisschen Elixier. Die ganze Defense habe ich kaputt gemacht von dem. Also zumindest den oberen Teil. Der untere Teil lebt noch so ein bisschen. Da kriege ich aber noch auf jeden Fall sehr viel Gold. Von 128.000. Auf gute, ja, 30.000 habe ich bekommen. Ist doch schick. Ja, ganz viel Elixier wäre hier noch drin gewesen. Und halt hier, aber gut, das ist jetzt auch unwichtig. Sogar 50% bekommen. Schaut an, schau an, schau an. Dann lassen wir uns jetzt zerstören. Wir werden jetzt ehrenhaft verlieren. Wir werden uns nicht hier zurückziehen. Ja, 861D ist schon mal was Schickes. Weil ich halt die ganzen Einheiten, die dunklen Einheiten wieder refinanziert habe sozusagen. So, komm mal, was kann man hier machen? Ah, jetzt noch nicht anfragen, das ist dumm für einen Go-Wipe-Angriff, dann später für den Clankrieg. Komm mal, jetzt schon mal, wobei, nee, auf damit, ist ja erst morgen. Ich muss ja heute noch live streamen, muss ich ja auch noch, das ist ja, Mann, ist das krass. Wer lernt schon wieder 24 Stunden am Tag? Weil ich für Arbeit lernen muss. Ja, ist krass, also ich lerne auch den ganzen Tag, Leute, auf jeden Fall, das ist echt krass. Nicht mal 5 Minuten sind, das weiß ja nicht, 2 Minuten sind, das maximal 3 Minuten. Nein.
Wie? Weißt du, die meisten. Ja, ihr habt doch ein Handy mit Internet, das ist jetzt nicht so schwierig. Ihr schaut doch sonst auch immer mein Twitch-Stream über das Handy an. Könnt das auch unterwegs ein bisschen Clash of Clans spielen? Ist ja jetzt nicht allzu schwierig. Wir sind übrigens bei Level 101. Was ich bemerken muss, unglaublich viel Erfahrung braucht man dafür. Anscheinend viele Level, habe ich so das Gefühl. Ja, weil irgendwie hänge ich schon Ewigkeiten auf Level 100 fest und irgendwie komme ich nicht weiter. Aber naja, ist halt so. Bald geht es los. Wir können jetzt wieder Truppen machen hier. Zack, für Bartsch. Weil Farming, wie gesagt, ist angesagt dann gleich. Irgendwann um 17 Uhr, glaube ich. Und dann, ja, muss ich ein bisschen farmen, ne? Meine Lager sind alle leer. Und bis in 3 Tagen, glaube ich, dann ist die Luftabwehr die eine fertig. Dann muss ich nämlich die nächste upgraden. 3 Tage, 4 Stunden, dann muss ich die hier upgraden. Und sobald die fertig ist, wird gleich direkt auf 7 geupgradet, die da. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, war es das gewesen. Dann bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen an Pokémon Freak 125. Danke für deinen Angriff. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bye, bye.